Hi, meine Gruselfreunde, und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King Refolded. Für die Leute, die immer noch nicht wissen, was Refolded ist eine Fanmod von Hunter Xuman, der diesem wunderbaren Spiel Origami King diesen Charme von Paper Mario 1 und 2 wiedergibt. Es ist wunderbar. Und wir sind beim letzten Mal auf die MS Peach gegangen und es wurde richtig, richtig creepy. Und ich hoffe, wir werden heute weiterhin mit Creepiness und Horror beglückt. Wow, genau hier war's. Hier, am Bug des Decks. Ja, ja. Sag mal, Onkel M, was weißt du über Bob-Bombs? Das Leben eines Bob-Bomb ist in der Regel sehr kurz. Deswegen versuchen wir, das meiste aus der wenigen Zeit zu machen, die wir haben. Du verstehst das wohl besser als die meisten, Onkel M. Du riskierst ja dein Leben gegen die Falschschergen. Und, ach, was soll das, Grille? Tut mir leid, ich bin jetzt still. Suchen wir weiter. Und nach was genau suchen wir weiter? Wenn Bobby wenigstens mal sagen würde, yo, wir suchen nach dem, dem, dem und dem, dann wäre das viel, viel besser, wenn er einfach sagen würde, wieso... Ich bin in irgendwas reingetreten. Oh, damn. Ist der tot? Der ist ja völlig weggetreten. Die ganzen tot hier. Die müssen einen ziemlichen Schock erlitten haben. Es ist komplett schon wieder random. Ich vergesse schon wieder, wen ich hier zitieren, sprechen soll. Ihr wisst, was ich meine, Mann. Darf ich jetzt trotzdem nach hier oben? Da wollte ich eigentlich hin. Die Fenster sind irgendwie auch creepy, weil die so huge sind. Okay, wo kommen wir hier hin? Oh, du bist auf keinen Fall Bobby. Onkel M, ich bin ein Bob-Omb, kein Bonbon. Direkt Damage gemacht, Bobby? Schlecht, Bobby, schlecht. Die Mädels jetzt auch noch Damage drücken können. Wir schieben die hier runter, ganz entspannt, easy going, first try, Shazam, so wie DC Superhelden, ganz genau. Ich würde sagen, wir steppen mit dem Beamhammer rein, um am meisten Damage bei allen zu machen, denn, für die, die es nicht wissen, die Mod fügt tatsächlich auch neue Items hinzu. Es ist einfach geisteskrank. Und das bockt deswegen umso mehr geisteskrank. Mich würde es freuen. Lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ist auf jeden Fall wichtig. Ihr seid down, bitte. Wie viel Leben haben die denn bitte, hä? Okay, die starten eine Super Attack und jumpen auf mich drauf. Easy abgewehrt mit 15 Damage getaked. Ich habe A gedrückt, aber das glaubt mir wahrscheinlich wieder keiner. Der kann irgendwelche Kollegen rufen. What the hell is passiering schon wieder? Ich muss das jetzt anordnen, oder? Oh, boy. So, keine Ahnung. Wir können ja mit dem Beamhammer ganz gut Damage bei allen machen. Deswegen, glaube ich, macht es das nochmal ein bisschen einfacher. In der Hoffnung, dass diese blöden Spikes jetzt down sind. Meine Güte, was ist denn mit denen los? So, sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist es halt wirklich... Ja, okay. 16 Damage ist doch richtig viel. Let's go. Komm, komm. Yes. So muss das. So will ich das. Okay. Hey, das war mega der strong fight. Oh, ein Pilz. Zwei Pilze. So wichtig. Hier gibt es, by the way, einen Schatz. Den habe ich gar nicht gesehen. Und daran befindet sich ein Stern. Hier können wir was kaputt machen. Das seht ihr nicht, weil so ein Fettsack davor sitzt. Hallo. Ich habe, by the way, in den letzten Wochen 2 Kilo zugenommen. Das wolltet ihr gar nicht wissen. Egal, jetzt wisst ihr es. Eine Kurbel, was damit wohl gekurbelt wird, muss ja ganz schön wichtig sein, wo sie so hinter Glas war. Lass uns mal da lang steppen. Ich weiß nicht, wo wir hin... Irgendwas hält die Tür von innen verschlossen. Okay, wir müssen mit der Kurbel irgendwas hier unten machen. Stimmt, wir können ja auch... Lol, ich bin nicht dumm, habe ich das übersehen? Der Superhammer! Stärker und stylischer als der gewöhnliche Alltagshammer. Wir haben unser nächstes Item bekommen. So, dann lass uns doch mal durch die nächste Tür steppen und weitergehen. By the way, also der neue Hammer habe ich jetzt noch nicht getestet. Den neuen Hammer habe ich noch nicht getestet. Aber ich bin mir sicher, dass er richtig krass ist. Okay, wir steppen hier runter und kriegen Heilung. Heilung macht mir immer Angst, weil ich nicht weiß, was Heilung bedeuten soll. Heilung gibt mir immer so... Jo, jetzt wird's geisteskrank. Also das sieht mir ziemlich verdächtig aus, wenn du mich fragst. Als hätte jemand mit Absicht ein Loch in die Maschine gerissen. Moment, Mann, heißt das etwa... Ja, genau das heißt es. Ein Hinterhalt der Falschen. Los, Onkel M. Zerknüllen wir diese Biester auf ihren Einkaufszettel. Zeig's ihnen, Onkel M. Okay, wir zeigen es ihnen. Ich habe mega Bock auf den Fight, um euch ein paar Sachen einfach zu zeigen. Vor allem, was die neuen Items angeht. Deswegen lassen wir den Kampf jetzt mal drinnen und bestreiten ihn gemeinsam. Insane, was wir jetzt ballern können, Guys. Schaut, schaut, schaut. Der Bebenhammer. Der macht zwar nur 13 Schaden. Aber wenn wir den dreimal ganz gut hinbekommen, sollten die down sein. Nochmal ein Exzellent wäre jetzt nice. Wir konzentrieren uns. Let's
go. Insane. Und jetzt schaut euch den Glitzerwurfhammer an, Guys. Belieft es oder belieft es nicht? What a Wang. 25 Damage. Das ist doch insane, oder? Alter, das ist geisteskrank. Wir testen jetzt mal den Superhammer. Wie stark der ist. Weil das ja auch ein neues Item, das wir gerade erst bekommen haben. Deswegen, mal schauen. 17 Damage. Okay, der ist auch ganz stark. Das ist nice. Was macht der auf Exzellent? Komm, Exzellent jetzt, bitte. Das kann doch nicht sein, Mann. Goodbye, meine sehr verehrten Spinnen. Wir stopfen jetzt erstmal dieses große Loch in der Maschine. Ey, die Musik. Ist schon heavy, wie creepy das ist. Oh, wir können ja, bam, das ist viel cooler. Nanu, hier muss man irgendwas einsetzen, würde ich sagen. Wir haben eine Kurbel gefunden. Vielleicht müssen wir die da einsetzen. Ist aber nur so eine Vermutung. Dann haben wir es ja jetzt geschafft, die Maschinen laufen wieder. Hey, Mann. Und rein da, let's go, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ah, ist das nicht schön jetzt wieder mit Strom? Juhu, der Strom, er ist wieder da. Gut gemacht, Onkel M. Du weißt eben, wie man für Spannung sorgt, kapiert? Spannung, Elektrizität. War ich mit Amnesie lustiger? Ja, tatsächlich. Jedenfalls läuft der Anzug jetzt, der Aufzug jetzt wieder. Schauen wir mal auf dem Schiffsfoyer nach. Eine fabelhafte Idee. Uiuiuiuiui. Oh, was war das denn für ein Rums? Der war so stark, der könnte glatt... Nein, bitte nicht, das darf nicht wahr sein. Wir stecken möglicherweise in echten Schwierigkeiten, Onkel M. Wir müssen sofort zur VIP-Kabine. Holen wir uns, was wir brauchen und dann nichts wie runter von diesem Schiff. Okay, ich wollte jetzt eigentlich, weil das sieht schon ein bisschen sehr sus hier aus. Mario, eine Katastrophe! Ich stecke zwar die ganze Zeit hier fest, also weiß ich nichts Genaues, aber Katastrophe! Ich bin scared, dude. Oh, wir können hier hoch, aber Schnipsels. Kann man mitnehmen. Und ab nach draußen. Es sieht schon viel idyllischer aus. Mit dem ganzen Licht. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Dieses schwarze Zeug, das ist ja... Oh nein, wir stecken in der Tinte. Schnell, Onkel M, beeilen wir uns. Nach oben. Klasse, das Schiff hat wieder Strom, ab in den Aufzug. Eine wunderbare Idee, Bobby. Dafür bin ich doch gerne hier, um Aufzug zu fahren. Ey, das ist so unfassbar creepy. Ja, okay. Oh nein, es ist ja schon hier. Da links ist die Tür zur VIP-Kabine. Nichts wie rein. Eine Glitzerfeuerblume? Ja, warum nicht? Da drin, Onkel M, in der gelben Box da vorne. So Hochsicherheits-Atombombe oder was? Ist hier noch was? Nö, ja dann dahin. Ich habe das, was wir suchen, zur Sicherheit in diese Box getan. Wie war nochmal der Code? Na los, denkt nach. Oh boy. Oh boy, da sind König Olli Sticker drauf. Was ein mieser Harald. Das ist so ein Hans Haraldsson. Hey, gib die zurück. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Wir müssen uns die Box unbedingt wieder zurückholen. Das Monster ist wahrscheinlich vorne am Bug des Schiffs. Nichts wie hin. Ey, Olli kriegt so einen Hammer ins Gesicht, wenn ich den nochmal sehe. Der hält die Tür zu. Weg mit dir. So, ab dadurch und jetzt zum Bug des Schiffs. Aber schnell. Nee, wir müssen runter. Das sieht komplett normal und fein aus. Da ist es, das furchtbare Seeungeheuer, das mich seinerzeit zugerichtet hat. Zeig's ihm, Onkel M. Olivia braucht uns. Was soll ich denn machen? Boy, okay. Wenn das so ist wie jeder Fallscherge, dann müssten wir einfach nur... Okay, okay, ganz entspannt. Wham, noch einer. Oh, es passiert was. Ja. Jetzt auf einmal Maschinengewehr geworden. Alles klar. Indem wir langsamer sind. Macht Sinn. Let's go. Let's go. So wichtig. So wichtig. Let's go. Haben wir alle? Gar kein Schre... Irgendwie hab ich gedacht, er sei tot. Oh boy. Ja. Ich habe ihn doch getroffen, oder? Ja. Oh boy, es passiert wieder was. Hinlaufen, hinlaufen. Bam, okay. Okay, come on, come on. Treffer Nummer 3 erlebt immer noch. Ich dachte, 3 Treffer und er ist tot. Och, nee. Okay, jetzt eskaliert er komplett. Jetzt eskaliert er komplett.
Boy, bitte, komm. Ja, mach deine Spin-Attacke. Ich komme. Bam. Lebt der noch? Jetzt sagt nicht, der lebt noch. Ey, wenn der jetzt noch lebt. Okay, let's go. Oh, das sind die ganzen Crewmitglieder. Onkel M. Ey, wir haben es einfach geschafft. Das war irre. Du hast ihm echt gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich wusste, dass du das schaffst. Und meine Box ist auch noch heil. Ein Glück. Nur noch schnell den Code eingeben. Da ist es. Mein super wichtiges Olivia-Rettungs-Item. Jetzt können wir Olivia aus ihrer schlimmen Lage befreien. Mario, ich bin der Kapitän der MS Peach. Danke für die Rettung. Tut, tut. Eigentlich bin ich ja ein Zug. Naja, dunkel und unheimlich war sie, dieser Bestie. Aber keine Sekunde habe ich die Nerven verloren. Nein, nein. Und wer was anderes behauptet, der spinnt. Und zwar echten Seemannsgarn. Das Schiff war voller Passagiere, aber die haben wir alle rechtzeitig mit Rettungsbooten evakuieren können. Kundenzufriedenheit ist uns wichtig und rabiate Seeungeheuer schlagen Gäste ja immer nur aufs Gemüt. Prima Passagiere und der Rest der Crew und sind damit immerhin in Sicherheit, das ist schön. Dann sollten wir jetzt schnell zum Crepe-Papier gehen und Olivia retten. Auf geht's, Onkel M. Das ist eine fabelhafte Idee. Dann lass uns doch mal lossteppen. Der Crepe-Papier-Canyon hat sich verändert, alle sagen das. Was ist denn auf einmal mit der Beleuchtung hier los? Oh nein, er ist auch wieder da. Aber Guys, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Lasst ein Abo da und checkt dieses Video ab. Da gibt es die krassesten Gaming-Fakten jemals. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, Leute.